Ja, liebe Camper, wir haben hier ein Karthago und Schicklein. Da haben wir mal drüber berichtet, über den Schweizer Käse. So, geht jetzt die Arbeit so langsam zu Ende. Aber das zeigen wir dann gleich nochmal intensiv. Ne? Hier Ladebooster, Wechselrichter, Solarregler, die Lithiumbatterien. Das war alles vorher hier unten im Fach. Aber du kriegst da nicht alles rein. Das ist alles ein Reinquetschen, ein Fummeln. Die Batterien passen nicht. Das ist, ne, das hat der Kunde braucht das zum Durchladen. Ja? Da unten ist der Kasten für die Batterien. Das ist alles Morgs. Also gehen wir hin, legen die ganze Elektrik um nach hinten. Die eine Hauptleitung, die gelegen hat, war auch gut. Die konnte man direkt nutzen für einen Ladebooster. Darum haben wir jetzt alles nach hinten gebaut. Alles an einem Platz. Und guck mal, der Dirk ist jetzt hier dran, unser Schreiner. Wir brauchen ja jetzt eine ordentliche Abkastung für die Batterien. Guck mal, was der hier für ein Puzzle bauen muss hier. Guck mal, wie der alles geschnitten hat hier mit unserer Hightech-Säge. Guck mal hier, ey, was das alles für Puzzle ist. Ich weiß nicht, wie das gleich zusammenkommt. Das sieht gut aus, ne? Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommt hier der Umleimer drauf. Ne? Aber das zeigen wir gleich nochmal genau. Was wir jetzt noch machen können, wir können noch einmal das Dach zeigen, weil das ist ja jetzt auch. Guck mal, das Dach ist jetzt wie geleckt. Die Solarplatten, die alten, liegen da unten. Der Kunde, der hat 2-3 Ampere gehabt. Ne? Das war alles, wir kommen auch alles mit Gummikabel zweimal vom Solar. Ne? Hier ist überall eingeschnitten, dass das Wasser hier durch kann. Ne? Da liegt eine Platte, da liegt eine Platte. Guck mal, das Dach ist wie neu. Wir haben das Dach wirklich, da siehst kein Loch, nichts mehr. Alles haben wir wieder zugespachtelt. Da kann doch nicht so das ganze Autodach zerstören. Hier liegt der ganze Mist und man kann ja... Wir haben ja darüber berichtet, man sieht ja, hier nirgendwo war ein Dichtmittel, ne? Sieht ihr ja selbst hier, ne? Hier, habe ich ja nicht abgemacht. Ne? Hier, guck mal, der Kabelkanal ist ja neu, wo die Schrauben drin waren. Hier. Das Auto wäre voll Wasser gelaufen. Gut, soll der Kunde, was er damit macht, ist mir auch egal. Das kam nichts, er hat eine gute Anlage. Ich möchte jetzt gleich das Auto, der Dirk macht jetzt die Abkastung. Dann fahre ich das Auto mal raus. Dann mache ich mal kurz einen Solartest. Richtig getestet wird er dann am Montag. Dann könnt ihr euch das Auto mal anschauen. Ich sage dann einfach mal bis gleich. Ne? Das machen wir jetzt gleich drin. Da hat er den Umleimer hier drauf gemacht. Ne? Aber dann zeige ich dir drin alle hier. Sofort 8,3 Ampere. Hat ja nur zwei Platten drauf. Ist jetzt Viertel vor vier. 8,5. Die Anlage wird 14, 15 machen mit den zwei Platten ohne Probleme. 117 kommen jetzt vom Dach, 8,6, 8,7. Das wollte ich jetzt nur mal testen, aber wie gesagt, wir haben 4 Uhr und es ist nicht viel Sonne. Ne? Das ist kein Hit hier mit der Sonne. Ne? Aber der Kunde hat vorher 2 Ampere gehabt. Kann der Kunde mal gucken. Guck mal, was er jetzt hat. Ne? Läuft tipptopp. Jetzt fahren wir das Auto wieder rein und dann erkläre ich euch mal das ganze Fazit. Jetzt gucken wir, was die hier abgeliefert haben. Wir haben hier den Ladebooster. Wir haben hier die Kombi. Wir haben den Solarregler. Schauen wir, da ist der Rapid. Hier haben wir zwei Hauptsicherungen. Man sieht hier keine Kabel. Stefan hat die Kabel von hinten reingezogen. Ne? Mal gucken. Guck mal da, der hat die Kabel von hinten durchgezogen. Ja, hat er gut gemacht. So. Ja, die Elektrik, finde ich, beim Reisemobil ist natürlich zentral in der Garage einfach edel. Weißt du, da unterm Sitz hast du ein Gerät, da unterm Sitz hast du ein Gerät, da hast du eine Batterie, Ladegerät liegt da drunter, der Wechselrichter schieben wir unten drunter. Und darum haben wir uns jetzt entschlossen. Es ist natürlich sehr aufwendig, so eine Abkastung, wie das hier unser Schreinermeister macht. Ne? Schau mal, das, was er hier, das ist massiv. Wir haben das hier höher gemacht, hier kann der Kunde Zeug noch reinlegen. Nein, der Kunde, da will ich immer, ich sage immer, mach da immer 10 cm mehr drauf. So, klack. Mach da 10 cm mehr drauf, jetzt kann der Kunde hier was reinlegen. Ne? Das ist natürlich bilderbuchmäßig. Ne? Schaut euch das an hier. Ne? Da braucht man, findet man keine Worte mehr für. Wie wir das, oh, guck mal, was der hier macht. Der hat hier Hülsen eingelassen, der Stefan. Der hat hier extra Hülsen eingeklebt. Siehst du das? Ne? Da hat er sein schönes Schild hingemacht. Ja. Ne? So, er hat alles an einem Platz. Na, der kleine Bursche hat jetzt 100 Ampere Ladestrom. Das Spielzeug-Ladegerät, was hier drin ist, mit 15 Ampere, das haben wir ausgeschaltet. Kannst du, egal was du damit machst, aber gebrauchen kannst du nicht.
Der hat jetzt 100 Ampere, weil da wird immer so tolle Werbung gemacht. Lithium-Akku in eine Stunde geladen. Ja, wenn ich einen Akku habe, schaffe ich das. Ne? Weil der hat ja richtig Feuer. Mit dem CBE brauche ich 12 Stunden oder 15 Stunden. So sauber sieht das jetzt aus. Jetzt gehen wir mal kurz rein. So, hier haben wir unser Display. Ja, da ist jetzt auch hier der QR-Code drauf. Früher stand dieses WCS, war auch nicht auf dem Display. Und die Displays waren blau. Ist auch alles mittlerweile geändert. Hier, den können wir auch abziehen. So, zwei Lithium-Akkus hat er drin. Schauen wir mal. Beide haben 60%. Ja, hier ist alles in Ordnung. Zellen, alles ist gut. Du siehst natürlich alles hier im Auto. Wir haben jetzt einen Strom minus 12 Ampere. Boah, der haut sich aber was weg hier, der Bursche, ne? Muss man mal das Licht mal ausschalten. Warte mal. So. Boah, der hat ja so viel. Das muss man gucken. Jetzt müsste gleich bums. Dann geht er schon runter. So, siehst du, jetzt haben wir nur noch minus 1, 5. Der müsste aber noch gleich da. Der geht noch tiefer, ne? Das ist eben halt der Blindschirm. So, so sieht's aus. Ne? Display oben ist noch an. Am feinsten, dafür brauchen wir das hier nicht alles zubauen. Sogar hier unten ist jetzt das Fach frei. Schau mal. Da kann der Kunde jetzt noch richtig was reinladen. Das ist ein richtig fein Ding jetzt hier. Ne? Also wenn der Kunde das sieht, der wird schon happy sein. Ne? So, wir sind jetzt soweit durch. Der wird Montag getestet. Wir haben heute Freitag, wir haben 4 Uhr. Da testen wir heute nichts mehr. Wir fahren den jetzt gleich mal raus. Dann soll der mal über Samstag, Sonntag die Batterien alleine voll machen. So sieht das aus. Spitzen-Karthago, absolute Sahne. Wenn euch das gefallen hat, freut uns über einen Daumen hoch und abonniert den Kanal.